Lass uns später reden. Seit die Schatten meinen Mann getötet haben, darf ich mich auch noch um das Holz für den Ofen kümmern. Möchtest du meine Puppe kaufen? Ihr fehlt ein Auge und es quillt etwas Holzwolle heraus. Aber ansonsten ist sie fast wie neu. Für 8 Wasserflaschen kannst du sie haben. Willst du doch eines meiner Spielzeuge kaufen? Ein leeres Fass. Lass uns später. Setz dich zu mir. Hier ist kaum noch jemand, mit dem man sich gut unterhalten kann. Mami ist einfach die beste Köchin. Jetzt nicht. Soll ich dir mein berühmtes Chili-Rezept verraten? Also, du nimmst einen großen Topf, erhitzt darin etwas Öl und brätst eine große Zwiebel und 500 Gramm Hackfleisch an. Dann gibst du eine in Streifen geschnittene Paprikaschote, eine große Dose geschälte Tomaten, ein Lorbeerblatt und etwas Oregano dazu. Lässt es aufkochen und salzt es ein wenig. Danach muss es ca. 30 bis 40 Minuten köcheln. Tue 2 Dosen Kidneybohnen und 3 durchgepresste Knoblauchzehen in den Topf und lass es nochmals aufkochen. Dann mit Cayennepfeffer und Tabasco-Soße abschmecken. Aber Vorsicht, das Zeug ist scharf. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Komm später wieder. Ich habe Zack seinen Stoffteddy versteckt. Jetzt heult er nur noch. So ein Weichei. Hätten ihn die Schatten bloß mitgenommen, dann wären wir ihn endlich los. Lass mich in Ruhe, oder ich trete dich. Joker, schon so früh auf den Beinen? Ich werde gleich nach dem Frühstück erstmal Holz hacken. Sorry, aber ich muss weiterarbeiten. Hey, Sif! Du hast die Schatten besiegt, richtig? Ich habe keine Zeit für euch, Jungs. Bye! Falls du es dir anders überlegst, wir sind noch eine Weile hier. Gibt es keinen anderen Weg aus dem Tal, als den Kran zu benutzen? Das ist mir zu verrückt. Ich werde einen anderen Weg hochfinden. Bye! Hey, da bist du ja wieder. Craig braucht nur noch ein kleines Rotorblatt für den Heckrotor und eine dicke Windschutzscheibe, um den Flughund fertig zu bauen. Wenn du das Zeug auftreiben kannst, kann Craig loslegen. Gibt es keinen anderen Weg aus der... Sag ich doch.
Der Prediger gibt den Leuten Halt und nimmt mir einige Arbeit als Bürgermeister ab. Wenn er die Leute an sich bindet, machen sie keinen anderen Unfug und außerdem beschweren sie sich auch nicht dauernd bei mir. Dann kann ich mich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Wenn du ihn siehst, richte dem Präsidenten schöne Grüße von mir aus. Psst, stör Ambrosius nicht bei seiner Ansprache. Ich habe keine Zeit, entschuldige mich. Oh, du schon wieder. Ich sage dir, irgendwann nehme ich diesen Scharlatan hops. Er stiftet doch nur Unfrieden unter den Bürgern. Geh weiter, ich habe zu tun. Psst, wenn ich jetzt zu laut mit dir rede, fällt es vielleicht auf, dass ich nur zum Schnorren hier bin. Jetzt nicht. Guten Morgen, Fremder. Sei still und hör dem Prediger zu. Du störst die Ruhe. Hör lieber zu, anstatt Fragen zu stellen. Als der erste der Engel die Posaune blies, fielen Hagel und Feuer auf die Erde. Als der zweite Engel seine Posaune blies, färbte sich das Meer blutrot. Als die dritte Posaune erschallte, stürzte ein Stern hernieder. Doch dann, bei der vierten Posaune, kam ewige Finsternis über das Land. Und hoch am Himmel zog ein Adler seine Kreise und kündigte von noch größerem Unheil. Wehe euch, noch drei Engel werden folgen. Ich segne euch. In nomine Spiritus et Filius Sanctus. Amen. Baum für Baum, Ast für Ast, Scheit für Scheit. Ist auch viel gemütlicher, wenn man nachts sein Feuerchen brennen lassen kann, bei dieser eisigen Kälte heutzutage. Vielleicht kann ich auch aus dem langen Stamm dort noch ein paar Regale basteln, das wird Juanita freuen. Sorry, aber ich muss weiterarbeiten. Humph? Was? 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 Lass mich in Ruhe, oder ich trete dich. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Komm später wieder. Oh, hallo, ein Gast? Willkommen in Bernies Bierhaus. Ich würde dich zu gerne bedienen, aber die Schatten haben nichts von meiner Kneipe übrig gelassen. Warum kommst du nicht in ein paar Tagen wieder? Dann bekommst du einen Schnaps zur Wiedereröffnung. Willst du mir nicht beim Aufbau meiner Kneipe helfen? Hallo, hast du etwas herausgefunden? Nein, aber ich bin dran. Thank you.
Was stehst du rum und nervst mich? Hilf lieber mit, damit wir die Leichen endlich alle verscharren können. Du kannst mir gleich behilflich sein. Es gibt noch viele Gräber auszuheben. Das ist ein Schiffswrack. Ein Tarnnetz, völlig uninteressant.